Es war zwar nicht wie bei den großen Fernsehshows von Heidi Klum, aber ein bisschen Castingfieber gab es doch letztes Wochenende beim Modelcasting des Nachwuchsdesigners Philipp Thomas in Büttchenbach. Rund 40 Mädchen und Jungs hatten sich angemeldet, um ihr Talent zu beweisen. Wie bist du hier drauf aufmerksam geworden? Ja, meine Mutter hat das im Kurier Journal gelesen. Ja, und dann hat sie gemeint, es wäre vielleicht was. Was machst du dir für Hoffnungen? Ehrlich gesagt nicht sehr groß, weil ich habe halt nicht diese perfekte Figur und sowas. Aber ich habe es einfach gemacht, um mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln und sowas. Vielleicht später klappt es ja irgendwann mal. Ich selbst habe für mich gedacht, ich muss das nicht machen, ich muss nicht angenommen werden. Aber ich sehe es mal, wie es ist. Weil im Friseurberuf, ich habe auch unterrichtet und habe viel auch so Tage der offenen Tür gemacht mit Shows und Bühne und habe meinen Schülern immer gesagt, das kannst du. Ja, dann muss ich dann mal beweisen, ob ich das auch kann. Und auch der Designer ist mit der Ausbeute des Castings zufrieden. Es sind echt viele Models jetzt gekommen, auch sehr gute bei. Und wir werden jetzt mal ausselektieren, schauen, wer für uns geeignet ist und dann hoffen wir mal, dass das klappt mit vielen Mädchen und Jungs. Aber wie gesehen, es kommen die ältere Damen waren jetzt hier, wir haben Jungs, Mädels, also super. Zufrieden. Mit in der Jury saß auch die 21-jährige Rike Sproten aus Büttchenbach. Sie ist als Model schon auf den Laufstegen in der ganzen Welt unterwegs gewesen und kennt solche kleinen Castings eigentlich nur noch aus ihren Anfängen als Model. Das ist auch ganz normal, die Mädchen hier machen das nicht so oft und am Anfang, man muss sich das erstmal aufbauen, dieses Selbstbewusstsein. Aber je mehr man das macht, je mehr Castings man hinter sich hat, desto sicherer wird man und man weiß irgendwann, wie es funktioniert. Aber es ist auch ganz normal, dass es nicht direkt vom Anfang an so gut klappt. 4 oder 5 der Kandidaten werden jetzt ausgesucht, um im Herbst die neue Jackenkollektion von Philipp Thomas zu präsentieren. Die Modenschau dazu soll ebenfalls in der deutschsprachigen Gemeinschaft stattfinden. Es wird sehr viel mit Show-Acts werden und es wird, also der Laufsteg ist ebenerdig, das ist mir ganz wichtig gewesen. Und hier werden Shows von der Gegend kommen, von den ganzen Acts, Musik-Acts, werden Sänger sein. Es wird schon ein volles Programm werden. Seine Kollektion beschreibt der Designer als tragbar, aber schick und edel. Jacken sind seine Leidenschaft und er legt besonderen Wert auf nachhaltige Mode. So wie schon bei der Kollektion, die er zum Abschluss seines Studiums an der Düsseldorfer Modeschule angefertigt hat.